Hallo, wir sind hier am Fuße des Vulkans Otzberg. Wir besuchen heute zwei historisch interessante Mühlen. Geologische und kulturlandschaftliche Attraktionen. Der Otzberg im Odenwald. Ein ehemaliger Vulkan, eine Burg als Festung und eine Gemeinde. Am westlichen Ausläufer des Otzbergs befinden sich an den freien Feldern zwei Mühlen, heute mit verschiedenen Funktionen. Die Bundenmühle ist gegen Ende des 18. Jahrhunderts erbaut worden. Sie wurde zwischen 1983 und 1993 als Filmkulisse der ZDF-Serie Diese Drombusch verwendet. In der Nähe die Heidenmühle, 1222 erstmals urkundlich erwähnt. Im 19. Jahrhundert wurden die Gebäude erneuert. Nach einem Brand wurde 1898 das alte Mühlengebäude neu errichtet. 1996 wurde eine Sozialeinrichtung gegründet. Die Heidenmühle e.V. ist heute Träger der sozialtherapeutischen Einrichtung mit Wohngruppen und einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen. Hier ist auch ein Ort für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen. Mensch, Natur und Kunst werden hier in gefühlvoller, ideenreicher Weise miteinander verbunden. Hello, we are on the way to history. Vom schönen Rheintal und die angrenzende Landschaften.